What? Gute Box? Gute Box? Wir beginnen jetzt heute mal das erste Video zur Anniversary Coverage mit 50 Lootboxen und zwei von diesen wunderbaren Legendary Jubiläumsboxen. Und ich denke, fast mit denen sollten wir anfangen, weil die sind extrem spannend. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Man kann die sich, und ich zeige es euch ganz kurz, eine kriegt ihr gratis und den Rest bekommt ihr, wenn ihr in den Shop geht. Und wenn ihr 50 Boxen kauft, dann kriegt ihr eine von diesen Legendary Boxen dazu. Ja, kriegt ihr auch nur da. Und da könnt ihr sogar mehrere horten, wie man gerade gesehen hat. Ihr könnt übrigens auch euren Freunden was schenken, wenn ihr Bock habt. Ja, gut. Das heißt, wir beginnen einfach mit den Legendary Boxen, weil die sind, glaube ich, am interessantesten. Und wie üblich, ich habe den Chat dabei. Das heißt, falls irgendwas Cooles passiert, werde ich mir erlauben, den Chat hier zack einzublenden. Und das können die Jungs ein bisschen eskalieren. So, dann würde ich einfach sagen, erste Lootboxen machen wir auf. Und es beginnt legendär. Ja, das ist besonders in Legendary Lootboxen. Da ist mindestens ein Legendary immer drin. Und in unserem Fall ist es der neue Bastion, der Transformer Bastion. Das heißt, wir können mal so ein bisschen hier nebenbei, zack, machen. Rüsten wir natürlich direkt mal aus. Sieht halt echt schon mal richtig fancy aus, ne? Sieht einfach richtig, richtig fancy aus. Gerade auch dieser Ganymeter um. Ist natürlich eine Anspielung auf Starscream von den Transformers. Dann haben wir hier noch den neuen Lucio direkt gezogen, den Bitrate. Finde ich halt auch sehr nice. Rüsten wir auch mal aus. Die Brille ist natürlich fancy, ne? Also wieder so ein animierter Effekt. Das hat man natürlich nicht gesehen in den bisherigen Screenshots, dass es hier oben wirklich animiert ist. Finde ich aber auch schon mal geil. Und direkt der Tanz für Doomfist. Direkt der Tanz für Doomfist. Ich weiß immer nicht, was es sein soll. Wie so ein Opa-Tanz. Aber rüste ich natürlich direkt auch mal aus. So, wir haben ein neues Spieler-Icon. Der Buccaneer. So, dann machen wir direkt die nächste Jubiläums-Lootbox auf. Dann haben wir nämlich die Legendary schon mal aus dem Weg. Lol. Lol, wie sie mich einfach trollen direkt zum Start. Wie sie mich einfach direkt zum Start trollen mit Doppelbestchen. Es ist halt einfach zu gut. Es ist einfach ein Doppelbestchen. Sehr schön. Chat denkt sich auch so, wie jetzt? Getrollt. Hashtag getrollt. PogChamp. Und wir haben von das ist was Altes. Okay, also wir haben nur hier den neuen als Bestchen rausgezogen. Okay, kein Problem. Das heißt, wir gehen zu den Jubiläums-Lootboxen über und machen jetzt mal 50 Boxen auf. So, und dann schauen wir uns ein bisschen das neue Zeug an. Auch die Voice Lines und alles. Hören wir mal rein. Ah, verdammt, ich habe mein Spiel verdammt, ich hab's noch auf Englisch. Es tut mir sehr leid. Ich habe vergessen, mein Spiel auf Deutsch wieder umzuschalten. You need to learn to relax. Aber gut, da müssen wir jetzt für den Moment einfach mal durch. Bisschen die Lautstärke hoch. Hier, oh, das schöne Doomfist-Spieler-Icon. Pathetic. Pathetic. Also jämmerlich. Gefällt mir sehr gut. So, nächste Lootbox. Moira Tanz vielleicht? Yep, es ist der Industrial Dance. Ich finde den immer noch so wir, aber es scheint tatsächlich eine Sache zu sein, die wirklich passiert. Also Leute tanzen tatsächlich so. Okay. That's my business and business is good. Okay. Inconspicuous. Okay. Der sieht wieder so total low-res aus. Finde ich jetzt nicht. Überhaupt hier oben, das sieht auch low-res aus. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Okay, machen wir weiter. Oh, ein McCree-Sherlock-Icon. Oh, das ist natürlich zu gut. Das muss ich ausrüsten. I knew I forgot something. Now, why didn't I think of that? You want something done right? You gotta do it yourself. Das ist, glaube ich, vom letzten Jahr. Ja, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was vom letzten Jahr jetzt ist, was von diesem Jahr ist. Außer man beschäftigt sich damit. Und nein, der Transformer ist nicht das Orange Kid aus einem anderen Spiel. No problem. Das ist Industrial, heißt dieser Dance. Let's get physical.
Das ist auch aus dem letzten Jahr. Ja. Hier haben wir den Ganymede nochmal als kleinen. Wie heißen die nochmal? Minibots? Ich weiß nicht, wie diese kleinen Transformer heißen. So. This was a triumph. Boah, die englische Synchro ist auch. Da muss ich echt zugeben, die englische Synchro von der Moira ist deutlich besser. Das ist neu drin. Das war im letzten Jahr diese ganzen Icons in dem Stil. How do you like me now? How do you like me now? Scheint aber auch von diesem Jahr zu sein, weil sonst hätte ich es doppelt. Also bisher noch kein Legendary aus den normalen Boxen gezogen. Scheinbar haben wir unser komplettes Glück aufgebraucht. You do not want to rouse the dragon. Oh, vielleicht möchte ich den Dragon doch arousen. You need healing. Du brauchst Heilung. Okay. Die Sonnenschirm. Ist die... Bin ich verrückt? War Sonnenschirm nicht schon letztes Jahr drin? War Sonnenschirm nicht im anderen Event drin? War Sonnenschirm nicht beim Lunar New Year drin? Bin ich jetzt bescheuert? Es gab, warte, ich mach mal kurz den Chat an. Es gab es schon als Event. Ja, ne? Als Emote gab es das. Das ist jetzt eine Siegerpose. Okay, perfekt. Super, super Tipp von euch im Chat. Vielen, vielen Dank dafür. Stimmt, ist eine Siegerpose. Beim New Year war es das. Ja. Liegt der Happy Birthday? Ich weiß nicht, was er singt. I don't know. Oh, nice. Die Karte für Doomfist. Ich mochte diese Karten im letzten Jahr. Es gab zwei Zuschauer im letzten Jahr, die mir gesagt haben, sie drucken mir so einen Satz dieser Karten. Habe ich nie mehr was von gehört. Was ich eh nicht erwartet hätte, aber ich möchte immer noch so einen Satz von diesen Karten haben. Leave this to an expert. Zwinkern. Also das ist die neue Siegerpose, wo ich gesagt habe, die passt ganz gut zu diesen neuen Haaren. Patience. Okay. Okay. Also, und Fabian, Babe Q, ich sehe, was du gerade getan hast. Das werde ich gleich retriggern. Wow. Tout le plaisir est pour moi. Okay. Das ist Magician. Das ist natürlich schick. Ja, bisher wenig Skins, die wir hier gerade rausziehen. Er singt die Heiratsmusik, sagen die Leute. Okay. Ah ja, es kann sogar sein. Oh, nice, eine Siegerpose für Doomfist. Oh mein Gott, sieht die gut aus. Wow. Das ist halt richtig fancy. Wake up, sleepyhead. Okay. Und hier nochmal die Moira-Karte. Halt auch geil. Oh, ups. Oh, legendär! Nice, da ist es. Der Cyber-Torbjörn. Cybjörn heißt er. Oh mein Gott. Er sieht halt schon echt besser aus, als man im ersten Moment gesehen hat. Er sieht halt einfach deutlich besser aus, als man im ersten Moment gedacht hat. Auf diesen Screenshots finde ich schon ziemlich, ziemlich fancy. Oh mein Gott. Ziemlich, ziemlich fancy. Good news, everyone. Okay, für wen ist der Bär? Für Björn, okay. Okay, ich möchte natürlich den Brigitte haben. Das ist natürlich für mich ganz wichtig, den Brigitte zu kriegen. Gerade wo ich jetzt den goldenen Schild habe. Ist das der Tanz? Es ist der Tanz. Dieser Tanz übrigens, gucken wir uns auch nochmal an. Vorbild davon ist eine schwedische Handballnationalmannschaft. Die haben diesen Tanz in der Umkleidekabine nach irgendeinem Weltcup-Spiel oder sowas geprägt. Ich werde da ein Vergleichvideo vielleicht machen, wenn ihr Interesse dran habt. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr geil. Ich mag diesen Sidestep, das mag ich hier einfach total. Dieser Anfang ist ein bisschen langweilig, aber das hier ist einfach zu cute. Es ist einfach zu cute, zu gut, ey. I find your lack of belief troubling. Troubling. I have a bad feeling about this. Das ist so erstaunlich, ne? Boxen zu öffnen und nicht direkt alles Duplikate zu kriegen, ey. Okay. Ist ein bisschen creepy, ne? Komm hier! Ich weiß nicht, ob ich kommen würde, wenn Onkel Reinhard so ruft, ey. Oh, legendär! What?
Gute Box? Gute Box? Gute Box, würde ich sagen. Holy moly, ey. Holy moly, Freunde. Gute Box, ey. Gucken wir mal, was der Chat dazu sagt. Erstmal natürlich den sehr, sehr kontroversen Tracer-Skin, wo jeder gesagt hat, die Haare. Ich finde den immer noch geil, den Skin. Ich mag den einfach total gerne. Und für mich sieht sie fast so ein bisschen aus wie ein Pikachu. Ich mag den echt einfach super gerne, den Skin. Ich mag die Haare, es ist einfach was anderes. Und für den epischen Skin finde ich den einfach hammergut. Can you hear me now? Hier der Doomfist, der sieht halt einfach auch super schick aus, ne? Muss man halt einfach sagen. Halt einfach super schick. Rüstet sich natürlich auch direkt aus. Und noch den Soldier, den Neon Cobra. Im Englischen heißt er übrigens Venom Soldier. Und das Lustige ist, ich habe damals den Titel des YouTube-Videos Venom Soldier genannt. Und irgendjemand schrieb so, ey, du willst ja nur Klicks mit Marvel machen. Ich so, nee, der heißt so. Wollte die Person nicht einsehen. Wollte die Person einfach nicht einsehen. Lol. Oh mein Gott, Legendary. Oh mein Gott, was geht hier? Was geht denn hier mal? Magician Symmetra, halt auch so gut, ne? Oh mein Gott, dieser Skin. Es ist halt für mich so ein Satana-Skin, DC Universe, was ich so ein bisschen auskennt. Aber er ist einfach so gut, gerade mit dem A. Oh. Einfach Hammer. Ich finde den einfach richtig gut. Take it on the chin. So, kriegen wir einen dritten Legendary in Folge? Wär zu viel gewollt gewesen. Can't keep a good ape down. I might lose, but you can't win. Okay. Nächste Box. Dann mache ich bisher 5 Legendaries, glaube ich, ne? Mit den Legendary-Boxen. It's just a flesh wound. Oh mein Gott, das ist gut. It's just a flesh wound. Das nehme ich. Oh, was haben wir hier? Ah, das haben wir schon, okay. Gut, machen wir weiter. Können wir ein paar der neuen Siegerposen-Emotes-Sprays sehen? Du hast ja noch gar nichts von gesehen. Also wir viel... Oh, hier ist Brigitte-Karte. Mace to the Face, Freunde, ey. Oh, die sind halt alle so gut. Ich will keine von ersetzen. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Let's not do that again. Ingen Co-Poison. Bitte? Ingen Co-Poison. Irgendwas mit Winston, habe ich gehört. Stay on target. I've seen worse. Okay. Oh, guck mal. Ist das das erste Mal, dass wir was aus einer vorherigen Eventbox kriegen? Nach allen Boxen, die wir geöffnet haben, ich glaube, das ist... Nee, wir haben auch Lucio Ball was schon bekommen, ne? Aber hier seht ihr im Grunde genommen das Konzept der Lootboxen, weil ihr könnt ja aus den Lootboxen auch Zeug von alten Events bekommen. Und das haben wir hier. Hier ist quasi ein Halloween-Item drin, auch wenn ich das schon habe. Überhaupt, diese ganze Box habe ich schon. Okay, haben wir auch alles schon. Dann können wir direkt weitermachen. Wir haben gar nicht so viel Zeit verschwendet mit den Duplikaten. Oh, legendär! Oh mein Gott. Dieser Skin, ne? Ey, ganz ehrlich, dieser Skin sorgt dafür, dass ich Orisa spiele. Guckt euch mal dieses kleine Schwänzchen an. That's what she said. Oh mein Gott, einfach zu gut, dieser Skin. Der ist halt einfach zu episch. Der ist einfach zu episch. Also, von allen Skins... Also, ich weiß auch nicht. Von allen Skins... im Spiel vielleicht einer der besten. Auch oben so diese Details, diese Leuchtdinger da oben. Ach, es ist halt einfach zu gut ist das einfach. Und dieses kleine Schwänzchen. Oh, Risa kriegt immer so die cuten Sachen, weißt du? Hunde, kleine Schwänzchen. Führen wir es nicht näher aus. Also das ist vom letzten Jahr. Winstons Tanz, ja. Hier haben wir nochmal was von dem Wind. Oh, guck mal, das ist tatsächlich sogar eine Box, die alles beinhaltet. Lunar New Year, Winter und Halloween Terror. Okay. So, jetzt will ich aber... Habe ich alle Skins schon? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich schon alle Skins habe. Gefühlt ja, ne?
Also wundert mich, dass wir so wenig Sprays sehen bisher. Das wundert mich jetzt wirklich ein bisschen, weil das ist alles schon doppeltes Zeug. Junkrat habe ich definitiv noch nicht. Den habe ich auch noch nicht. Ach, den habe ich auch noch nicht. Sherlock McCree. Sherlock McCree ist halt auch zu gut, ne? Ist halt einfach zu gut. Der wird meinen Van Helsing ersetzen. Ich spiele zu selten McCree, weil... Ja, weiß ich nicht, aber... Was steht da auf dem Ding drauf? Asks. Also, stellt Fragen sozusagen. Oder fragt einfach. Ja, das ist natürlich auch geil. Richtig gut. So ein Cyberpunk... Sherlock. Oh mein Gott, ey. Zu gut einfach. Okay, jetzt fehlt mir aber, glaube ich, wirklich nur noch der Junkrat. Also ich könnte mit 50 Boxen könnte ich tatsächlich alles kriegen, ne? Duplikate. Oh! Brigitte! Wie konnte ich Brigitte vergessen? Meine Brigitte! Alter, wie konnte ich meine Brigitte vergessen? Ich schäme mich. Giddy! Wie konnte ich dich vergessen, ey? Dieser Skin, ne? Dieser Skin ist einfach so pure Liebe. Also das ist... Liebe fasst diesen Skin schon gar nicht mehr in Worte. Wie gut der einfach ist. Brigitte die Schnitte, wird im Chat gesagt vom Exo Jonas. Brigitte die Schnitte! Oh mein Gott. Dürfte man virtuelle Charaktere ehelichen, würde ich Brigitte ehelichen. So. Hat er nicht gesagt. Brigitte ist einfach cool, ey. So, jetzt noch Junkrat. Doppel-episch. Okay, alles doppelt. Schäm dich, dass du sie vergessen hast, im Chat übrigens gesagt. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Erneut doppelt. Wir gucken uns gleich mal, wie der mit der Goldwaffe aussieht. Da bin ich nämlich sehr gespannt noch. Duplikat. Das möchte ich aber jetzt noch den... Also, das wäre schon geil, wenn ich mit 50 Boxen wirklich alle Items kriege. Das heißt, es wird nächste Woche kein Lootbox-Unboxing geben, aber... Kann man mit leben, ne? Na, Junkrat? Na, Junkrat! Ey! Der ist halt auch gut, der Skin, ey. Der ist halt einfach zu gut, dieser Skin. Oh mein Gott, dieser Haken. Gerade der untere Teil erinnert mich total an Sea of Thieves hier unten. Ich meine, es ist ein Piratenskin, aber auch so diese Optik mit den grünen Schädel, also grüne Augen. Halt zu gut, ey. Zu gut. Könnte das beste Lootbox-Unboxing sein, was ich bisher gemacht habe. Aber was mich wundert, wir haben kaum Sprays bisher gesehen. What? Hat mal einer mitgezählt zufällig, was ich hier an Legendaries sehe? Weil, what? Hat der Blizzard gesagt, hey, es ist Jubiläum, wir geben dir eine extra Schnitte mehr? Ich meine, take it, aber... Im Chat wird schon gefragt, wie viele Legendaries denn noch? Aber jetzt kommen all... Also es wundert mich, dass wir alles doppelt haben. Haben wir jetzt wirklich schon alles? Bin so ein bisschen... Keine neuen Emotes oder irgendwas drin? Weil das ist schon alles doppelt. Das kann nicht sein. 50 Legendaries, nein, 50 Boxen. So ungefähr. Es gibt keine neuen Sprays, darum bekommst du so wenig. Lol, ernsthaft? Das ist schon lame. Also sorry, das ist schon ein bisschen lame. Keine neuen Sprays. Puh. Ja klar, wenn wir schon dabei sind, dann hauen wir halt noch einen raus. Es tut mir leid, Freunde. Ich weiß, einige von euch haben nicht so Glück, aber trollololololol. Ich hab's ja beim letzten Mal schon. Für mich hat es sich beim letzten Mal schon nicht gelohnt. Also ich habe 225 Boxen letztes Mal aufgemacht. Das hat sich für mich schon nicht gelohnt. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon alles. Also wir haben jetzt wirklich alles. Weil wir kriegen jetzt nur noch Duplikate. Das heißt, ich habe eh von den regulären Events schon alles. Und das hier sind jetzt alles nur Duplikate. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt nach 35 Boxen, glaube ich, alle neuen Items gezogen. Also wir ziehen jetzt hier schon Doppelte. Ja klar, warum denn nicht? So
soll mich der Chat und die Zuschauer doch hassen? Das ist Blizzards Ziel, Leute. Wow. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich gerade sehr, sehr schlecht, Freunde. Bloß ich habe nichts, was ich mit den Credits machen kann. Ich hab im Grunde genommen 100% aller Items ohne Goldwaffen und Achievement Sprays. Deshalb muss ich irgendwas überlegen, was man mit den Credits machen kann, weil ich horte die einfach. Ich horte die halt so hart. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es tut mir leid. Leute. Ihr und ich, es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Es tut mir sehr leid. Guck mal, was der Chat dazu sagt. Hacker, Hacker, alter Hex. 11 Legendaries aus 40 Boxen. Holy shit, ernsthaft? Wow. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber 11 ist eine doofe Zahl. Können wir bitte nur einen Legendary haben, Blizzard? Lieber Blizzard-Gott, lieber Jeff. Würdest du mir noch einen Legendary geben? Bitte. Einen noch. 11 ist so eine unrunde Zahl. Okay, wir haben noch 2 Boxen. Papa Jeff kann mich noch hören. Ich glaube, er hört mich nicht. Ich hab auch nicht so gemacht, ne? Lieber Jeff. Na komm. Naja. Es tut mir leid, aber das war's. Also, wow. Heldengalerie können wir kurz angucken. Also, wenn ich hier durchgucke, weil ich hatte heute meine Heldengalerie gecheckt. Tatsächlich scheint es nicht viel mehr zu geben. Also, es sind tatsächlich alle Items, die wir jetzt heute gesehen haben. Alles, was mir halt fehlt, sind echt Goldwaffen. Bei Doomfist könnte mir was fehlen. Sprays und das. Nee, nicht. Das war alles. Das ist alles an Items. Es ist ein bisschen enttäuschend. Ich verstehe auch nicht, warum sie keine Sprays diesmal drin haben. Warum sind da keine Sprays? Also ich verstehe nicht, warum keine Sprays drin sind diesmal. Finde ich ein bisschen schade. Gut, Freunde. Das war das Lootbox Unboxing. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier auf YouTube. Bitte keinen Daumen runtergeben, nur weil ich so viel Legendaries ziehe. Ich kann da nichts für. Wenn ihr Bock habt, kommt jetzt rüber auf twitch.tv/highscoreheroes und wir sind hier gerade live am Stream.